Ja, vielen herzlichen Dank, Marc Bernhard, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, in diesem doch ganz gut gefüllten Saal und Ihnen auch aus meiner Sicht zu berichten von der Arbeit unserer AfD-Fraktion im Bundestag, in diesem Falle bei mir jetzt vor allem aktuell über die Medienpolitik und über die Erfolge, die wir, glaube ich, dort jetzt im Bundestag auch erzielen konnten, zumindest in der Wahrnehmung und als sozusagen Hinweis auf die Machenschaften der Regierenden. Da hatten wir jetzt eine Aktuelle Stunde eingereicht oder veranstaltet, ausgehend von einer Anfrage, die wir gemacht haben an die Bundesregierung, wo wir wissen wollten, wie viel ist denn bezahlt worden an Journalisten von der Bundesregierung. Und als Antwort ist gekommen, seit 2018 sind mehr als 1,4 Millionen Euro an individuelle Journalisten gezahlt worden von unserer Bundesregierung. Also, und der Großteil davon an öffentlich-rechtliche, also an individuelle Journalisten für ganz besondere Dienstleistungen, zusätzlich zu den rund 8 Milliarden Euro jährlich an Zwangsgebühren der Steuerzahler und zusätzlich zu 184,8 Millionen Euro, die die Regierung seit 2015 ganz heimlich, still und leise den privaten Medien über Anzeigen hat zukommen lassen. Also da hat überall die Regierung ihre Finger im Spiel und das hat ein sehr großes Medienecho dann tatsächlich auch ausgelöst, diese unsere Anfrage und die Antworten. Ich glaube, allein bei Julian Reichelt auf seiner Seite hat es da 8 Millionen Zugriffe gegeben auf diese Berichterstattung, weil das tatsächlich einen Skandal darstellt, wie hier die angeblich staatsfernen Journalisten, ja, und Medien von unserer Regierung finanziell, ja, infiltriert und damit auch kontrolliert werden. Und es war ein unwürdiges und peinliches Schauspiel, wie die Ampelparteien dann diese Praxis bei der Aktuellen Stunde jetzt am Donnerstag noch versucht haben zu rechtfertigen irgendwie und mit ganz billiger Polemik auch gegen uns, gegen die AfD versuchen zu überdecken. Aber diese Ampelparteien, genauso auch wie die CDU, die züchten sich eben damit systematisch eine Truppe willfähriger Hofberichterstatter heran. Wenn das nicht korrupt ist, was ist dann überhaupt noch Korruption, meine Damen und Herren? Das sind jetzt alles Symptome, die ich aufgezählt habe, die dafür stehen, dass das Mediensystem in Deutschland strukturell krank ist. Und deswegen brauchen wir grundlegende Reformen, um Medien und Staat wirklich radikal zu entflechten und einen unabhängigen und damit freien Journalismus erst wieder herzustellen. Und die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat dazu umfangreiche Vorschläge gemacht, natürlich auch zusammen mit unseren Kollegen in den Ländern, also den Länderfraktionen, weil die Medienpolitik natürlich auch Länderhoheit ist. Und eines ist klar, bevor wir nicht vor unserer eigenen Tür gekehrt haben und hier diesen Saustall aufgeräumt haben und diese schändlichen GEZ-Gebühren abgeschafft haben, sollen wir nie wieder auf Länder wie Polen oder Ungarn zeigen und sagen, dass sie kein funktionierendes Mediensystem haben. Und jetzt möchte ich den Blick ein bisschen erweitern, und zwar auf die EU-Ebene. Weil es ja so ist, dass diese Frage, wie viele andere Fragen auch, die wir in Deutschland behandeln und mit denen wir in Deutschland politisch zu tun haben und auch im Bundestag mit den anderen Parteien zu streiten haben, dass die eingebettet sind in Vorhaben, in Projekte, in Gesetzesinitiativen, die auf der EU-Ebene stattfinden. Und wir in Deutschland sind sehr häufig nur, und auch in allen anderen Nationalstaaten natürlich auch, die Endabnehmer dieser EU-Projekte und vollziehen das nach, was in Brüssel
ausgebrütet und beschlossen worden ist. Und das wissen die Bürger vielfach oft nicht. Und es wird auch eben in den Medien so nicht gezeigt, sondern man tut immer so, als wären das alles deutsche Initiativen und als wäre das hierzulande sozusagen eine Demokratie, wo wir so oder so darüber beschließen könnten. In Wahrheit ist in Brüssel sehr häufig schon darüber beschlossen worden und wir setzen nur in nationale Gesetze um, was von dort kommt. Und wenn wir jetzt beim Beispiel Mediensphäre bleiben, dann sehen wir eben, dass dort gewichtige Initiativen auf den Weg gebracht wurden, die alle aus unserer Sicht in eine völlig falsche Richtung gehen, weil sie die Pressefreiheit immer weiter aushöhlen. Und das ist zum Beispiel der Digital Service Act, so heißt dieses Gesetz auf EU-Ebene, oder das Medienfreiheitsgesetz und der European Democracy Action Plan. Also das sind immer alles ganz positive Begriffe, ja, Service, Medienfreiheit, Action und so weiter. Also ich muss da immer an George Orwell denken, 1984, wo auch ein, ja, sagen wir mal, nicht demokratisches, sondern totalitäres System geschildert wird, das genau mit solchen Begriffsumdrehungen arbeitet. Hass ist Liebe, Krieg ist Frieden, Lüge ist Wahrheit, so wird dort argumentiert und so muss man hier auch diese Begriffe umdrehen, um den wahren Gehalt erst zu verstehen solcher Gesetze. Nehmen wir zum Beispiel diesen Digital Service Act. Da geht es vor allem auch um Maßnahmen gegen Desinformation, sogenannte Desinformation und sogenannte Hassrede. Ja? Was ist Hassrede? Wer definiert das? Was ist Desinformation? Vorbild ist hier das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja auch schon Unternehmen sanktioniert, also soziale Medien vor allem, die so desinformieren oder Beiträge bringen, die nicht von Faktencheckern abgeprüft sind und nicht der EU oder der deutschen Regierungslinie entsprechen. Und auch dort drohen Strafen jetzt auf EU-Ebene für diese Unternehmen, die nicht rechtzeitig diese Beiträge löschen, von bis zu 6% ihres Jahreseinkommens, ja, dieser Unternehmen. Das heißt, im Zweifel wird man löschen, um diesen Strafen entgehen zu können. Und es gibt keine objektiven Kriterien für die Auslegung, was Hassrede oder was Desinformation ist. Diese Auslegung liegt eben bei den Regierenden und sie haben hier freie Hand zu definieren, was sie für richtig halten. Und eigene Behörden sollen dann in den Mitgliedstaaten darüber wachen, dass diese Regeln eingehalten werden. Also das, was in den Twitter-Files noch hinter den Kulissen passiert ist mit Twitter, wo die Regierungen auf Twitter eingewirkt haben, um Löschungen zu vollziehen, das soll jetzt ganz offiziell legalisiert werden und sozusagen als Medienfreiheitsgesetz oder als Digital Service Act, wollte ich sagen, beschlossen werden. Das Medienfreiheitsgesetz ist seit September 2022 in Kraft. Es hat schon Proteste ausgelöst von den verschiedenen Verbänden, Digital Publishers, Medienverband der freien Presse in Deutschland. Die haben ganz klar gesagt, das untergräbt die Pressefreiheit. Und die Presse, die EU-weit über einen, die EU will das aber über einen Medienrat überwachen lassen, der auf EU-Ebene installiert wird. Das nennt sich dann Überwachung der Freiheit. Also man muss sich diese Orwellsche Formulierung vorstellen. Das sagt die EU-Kommission ganz offiziell. Und dann gab es ja dagegen eine Subsidiaritätsrüge des Bundesrats. Also der Bundesrat hat tatsächlich dagegen protestiert. Und da müssen die Bürger jetzt auch gewarnt werden, dass sie nicht daraus den Schluss ziehen, oh, unsere Parteien hier in Deutschland, die protestieren doch dagegen, es ist doch irgendwie alles in Ordnung, da wird doch was gemacht. Meine Damen und Herren, das ist eine reine Alibi-Veranstaltung, denn dieselben Parteien, die hier eine Subsidiaritätsrüge in Deutschland aussprechen, haben in Brüssel für dieses Gesetz gestimmt, deren Vertreter. Sozusagen, das ist eine Augenwischerei der Bürger, die hier geschieht. Und es gibt nur eine
Partei und eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich gegen solche Einschränkungen der Freiheit stellt, und das ist die AfD-Fraktion. Dessen können Sie sicher sein. Ja, ich sagte schon, was die Desinformation ist, das definieren die Regierenden, und sie definieren es nach ihren politischen Zielen. Und wenn wir da mal kurz schauen, was sind die großen politischen Ziele jetzt auf der EU-Ebene, die auch von unserer Regierung übernommen werden. Marc Bernhard hat es vorhin schon angedeutet, der Green Deal ist da ganz an vorderster Stelle zu nennen. Und da gibt es schon von 2019 ein Zitat von der EU-Kommission, wo es heißt, die Kommission wird dafür sorgen, dass die grüne Wende in der Debatte über die Zukunft Europas breiten Raum einnimmt. Und das heißt, Desinformation ist dann eben alles, was diesen Zielen des Green Deal und der grünen Wende, was dem Klimanarrativ widerspricht. Ebenso wie wir es bei Corona auch schon gesehen haben, wo alle gelöscht wurden, die nicht die Regierungslinie vertreten haben. Staatliche Investitionen soll es geben in exorbitanten Ausmaß, um den sogenannten Klimawandel zu bekämpfen. Das Ganze ist angelegt an den Ausdruck New Deal in den USA der 30er Jahre, wurde damals ein Wirtschaftsprogramm bezeichnet, wo der Staat eben weit mehr, als es vorher der Fall war, in die Wirtschaft eingegriffen hat, um sie wieder anzukurbeln, hat auch damals nicht schlecht funktioniert. Da lehnt man sich sozusagen an einen positiven Begriff an, aber was man damit vorhat, ist eine gigantische Umverteilung von Steuermitteln innerhalb Europas. Und Sie können sich dreimal ausrechnen, von wo nach wo umverteilt wird und wer der Hauptzahlmeister sein soll bei dieser ganzen Angelegenheit. Das ist natürlich Deutschland. Die Unternehmen werden in zwei Gruppen praktisch eingeteilt. Es gibt die Klimafreunde und die Klimafeinde. Und die einen werden gefördert und die anderen werden sozusagen systematisch ausgeblutet und an den Rand gedrängt. Oder sie gehen eben ins Ausland dann, wie es vorhin schon ausgeführt worden ist. Es ist im Grunde ein hypermoralischer Umbau der Wirtschaft, der hier stattfindet. Und es ist eine offene Abkehr von dem Wirtschaftssystem, das Deutschland eigentlich stark gemacht hat, nämlich die soziale Marktwirtschaft. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, das war, fußte auf dem Ordoliberalismus, Freiburger Schule, nicht weit von hier, da kamen die Denker her aus Deutschland, die das entworfen haben, die Ideen dahinter vertreten haben und entwickelt haben. Und die besagten in kurzen Worten, dass es einen ordnungspolitischen Rahmen geben muss, innerhalb dessen die Marktwirtschaft sich frei soll entfalten können, um den Wohlstand für alle eben zu generieren und dafür zu sorgen. Aber weiter hat sich der Staat außer dieser Schaffung dieser Ordnung nicht einzumischen in die Wirtschaft. Sie soll sich frei entfalten, und das hat ja auch zu dem Wirtschaftswunder in den 50er, 60er Jahren und zu dem Wohlstand in Deutschland geführt, der heute auf so schändliche Weise verschleudert wird von schlechten Erben dieser Generation. Und man verwendet diese sogenannte Klimakatastrophe, die wir ja nicht spüren. Also es ist nicht in unserem individuellen Erleben, dass wir es nicht mehr aushalten vor Hitze, sondern es sind ja eigentlich mediale Botschaften, die uns gesendet werden, dass das Klima sich so sehr ändert, dass wir bald nicht werden mehr leben können. Und diese sozusagen medial permanent erzeugte Angst vor der Klimakatastrophe, dadurch versucht man, einen permanenten Notstand zu erzeugen, einen Ausnahmezustand, der dann die Eingriffe derart stark in die Wirtschaft ermöglicht. Die Trennung von privat und staatlich soll sukzessive aufgehoben werden. Das heißt, der staatliche Zugriff auf die Unternehmen, auf das Kapital, auf die Wirtschaftstreibenden bis hinunter auf die einzelnen Bürger in ihren Arbeitsumfeldern, der nimmt immer mehr zu, und man instrumentalisiert sozusagen
den Klimawandel, der ja tatsächlich stattfindet, aber eben weitaus nicht so gravierend ist, wie es getan wird, und auf den ganz anders reagiert werden müsste, nämlich mit Anpassung auf die geänderten Verhältnisse und nicht mit dem Wahn, man könne sozusagen das Klima als deutscher Staat hier irgendwie beeinflussen. Das wird instrumentalisiert für politische Zwecke, und das ist das Schändliche daran. Ganz kurz nur, was sind die Etappen dieses Green Deal? Marc Bernhard hat es vorhin erwähnt, Fit for 55 ist jetzt ein wichtiger Plan der EU. Bis 2030 sollen die Emissionen, die also angeblich klimaschädlichen, in der EU um 55% gesenkt werden im Vergleich zu 1990. Folgen für die deutsche Automobilindustrie sind gravierend. Ab 2035, auch das wurde gesagt, sollen keine Verbrenner mehr zugelassen werden in Deutschland. Daimler, Bosch, BMW, viele andere verlagern bereits ins Ausland. Insgesamt hängen ja 900.000 Arbeitsplätze in Deutschland an der Automobilindustrie. Und man verspricht, dass sie alle umgestellt werden auf Elektromobilität. Davon kann aber keine Rede sein. Chinesische Billiganbieter drängen hier auf den deutschen Markt, dem die deutsche Industrie hier nichts entgegenzusetzen hat oder nichts Nennenswertes. Es wird ja auch rein technisch gar nicht möglich sein, so viele Elektromobile fahren zu lassen, einfach aufgrund des Strommangels, ja, wie es heutzutage Verbrennungsmotoren gibt. Und das heißt, es droht wirklich eine Deindustrialisierung in Deutschland. Und was sich viele Bürger nicht klar machen, die Grünen, die jetzt an der Regierung sind, dieser Klimaminister Habeck, die wollen genau das. Sie wollen Deutschland ruinieren, und deswegen müssen die weg, meine Damen und Herren. Klimaschutzgesetz, ja, wir haben es gesagt, ist verschärft worden. Die Klimaneutralität in Deutschland soll bis 2045 erreicht sein. Das sind alles irrsinnige Ziele, die auf hochspekulativen Zahlen und Berechnungen beruhen. Ich sage es nochmal, also dieses 1,5-Grad-Ziel bis 2100 soll die Klimaerwärmung berechnet auf 1850 um 1,5 Grad steigen oder soll sie betragen und nicht mehr. Und das wollen wir mit Maßnahmen in Deutschland vollziehen. Wie verrückt ist das denn? Allein die Modellberechnungen sind hoch angreifbar für diese CO2-Geschichte, und vor allem Deutschland hat 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und aufgrund dieses winzigen Hebels wollen wir hier das Weltklima irgendwie beeinflussen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ja? Es ist eine Form von Wahn, die eben nur deswegen funktionieren kann, weil die Medien hier massiv unterstützen und alle Gegenargumente und Kritiker unterdrücken. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, Schweizer Politikerin hat jetzt sogar die Forderung erhoben, die Leugnung des Klimawandels, also eine Grüne natürlich, soll auf dieselbe Stufe gestellt werden wie die Leugnung des Holocaust. Also so will man Kritiker künftig mundtot machen und kriminalisieren. Und das hat auch mit freier Forschung und freier Wissenschaft überhaupt gar nichts mehr zu tun. Das ist ein Aspekt, auf den ich noch hinweisen will, die Rolle der Wissenschaft in dieser ganzen Geschichte. Auf europäischer Ebene soll es ja jetzt auch im Zuge dieses Green Deal und Fit for 55 einen wissenschaftlichen Beirat für Klimaschutz geben, der dann das absegnet, was die Regierenden wollen. Und man suggeriert damit, hier ist die objektive Wissenschaft, die sozusagen der Politik die Weisungen vorgibt aus einer
objektiven Erkenntnis heraus. Das genaue Gegenteil ist natürlich der Fall, sondern was diese Wissenschaftler hier verkünden, ist das, was ihnen vorher von der Politik vorgegeben worden ist. Und es läuft nicht unbedingt so, dass hier Anrufe stattfinden, ihr habt das und das zu machen, sondern das läuft ja viel subtiler. Es läuft zum Beispiel so, dass Kritiker des menschengemachten Klimawandels an Universitäten eben keine Karriere mehr machen können. Die jungen Nachwuchswissenschaftler bekommen das mit. Wer wird sich denn auf so einen, auf einen toten Zweig hier begeben? Und wenn er dann sieht, dass Projekte, die gehen in Richtung Klimaschutz, in Richtung sozusagen immer neue Panikmache, dass die reich dotiert werden und dass man dafür Forschungsgelder bekommt und dass der Karrierefortschritt stattfindet, ja, wer wird sich denn dann in eine andere Richtung so gerne bewegen wollen? Ich habe das, oder wir haben das neulich im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sehen können. Da gab es eine Anhörung von Experten sozusagen zum Thema Politikberatung, also von diversen Akademien wissenschaftlicher Natur in Deutschland. Und ich war fasziniert davon, wie eigentlich diese Experten, den die Politiker noch übertroffen haben und sie noch angetrieben haben, was wir alles noch zum Klimaschutz, was wir alles machen müssen und wie wir das forcieren müssen. Und jetzt ist doch die Gelegenheit und so weiter. Und die Politiker saßen da, die Grünen, SPD, und nicken ganz andächtig. Ja? Und es ist natürlich eine Farce-Veranstaltung, weil sie genau das gesagt bekommen, was sie zuerst sozusagen hineingegeben haben in diese wissenschaftliche Welt. Das wird ihnen jetzt zurückgespiegelt und der brave Experte darf weiterhin seine hochdotierte Stelle haben und alle sind zufrieden. Aber mit freier Wissenschaft, mit ergebnisoffener Forschung hat das überhaupt nichts zu tun, meine Damen und Herren. Ja, ich möchte ein bisschen abkürzen. Ich schaue auf die Uhr, die Zeit schreitet voran und will nicht so sehr noch länger über diese Klimapläne sprechen, sondern noch abschließend darüber sprechen, wie die EU versucht, genau diese Agenda als demokratisch legitimiert zu verkaufen. Das sind ja im Grunde Tendenzen, die die nationalen Demokratien aushöhlen und aushebeln. Und jetzt versucht man das zu kaschieren und so zu tun, als seien es die europäischen Bürger selbst, die das wollen. Und dazu hat man eine sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas ins Leben gerufen, wo anscheinend sozusagen zufällig ausgewählte Bürger zusammenkommen und der Politik Empfehlungen geben und der EU Empfehlungen geben, in welche Richtung sie gehen soll. Das waren natürlich handverlesene Leute, die irgendwo aus NGOs kommen oder sonst wo, wie richtig gut auf Linie sind. Denn wundersamerweise kam genau das raus dabei, was die Kommission sich gewünscht hat. Und da will ich Ihnen jetzt noch abschließend ein paar Empfehlungen und sozusagen Direktiven hier mitteilen, damit Sie sehen, vor welcher Zukunft wir stehen und was wir unbedingt verhindern müssen, wenn wir nicht in einem totalitären System eines Tages hier aufwachen wollen. Man will eine gemeinsame EU-Verfassung ausarbeiten, die die Grundrechte und Werte in Europa durchsetzt. Das heißt, der Europäische Gerichtshof, der kann sich dann, wenn es solch eine Verfassung gibt, über die nationalen Rechtsprechungen, über die nationalen Gerichtshöfe, auch das Bundesverfassungsgericht, hinwegsetzen. Demokratie gibt es aber nur auf der Ebene des Nationalstaates. Es gibt kein europäisches Staatsvolk und es gibt keinen europäischen Staat. Man versucht den aber über den Weg einer solchen Verfassung zu etablieren und das ist vollkommen abgehoben und entfernt von jeglicher Kontrollmöglichkeit, etwa des deutschen Staates oder sonst irgendeines Staates. Dann will man Bürgerforen und Versammlungen zum verpflichtenden Teil politischer Prozesse machen.
Und was dabei herauskommt, das sieht man ja an dieser Konferenz zur Zukunft Europas, an diesen Empfehlungen, es ist eigentlich eine Demokratiesimulation, die man hier aufbauen will. Ja, und wo man an den nationalen Parlamenten, an der repräsentativen Demokratie vorbei so tun will, als wäre sozusagen der Bürgerwille hier direkt ins Werk gesetzt. Dann will man eine gemeinsame EU-Gesundheits- und Sozialpolitik machen. Das heißt, die Standards, Rente, Gesundheit, Versicherungen, die sollen in Deutschland genauso die gleichen gelten wie dann in Bulgarien oder Rumänien und demnächst vielleicht auch in der Ukraine, wenn sie EU-Mitglied wird. Alles soll angeglichen werden und alles muss ja irgendwie finanziert werden. Und wer wird hier wieder zur Kasse gebeten? Das ist natürlich Deutschland, solange das deutsche Steuergeld noch irgendwie fließt und man das anzapfen kann. Also es ist der Weg mitten in die Transferunion, wo uns immer versprochen worden ist, die wird es nie geben. Das war eine Lüge von Anfang an, meine Damen und Herren. Man will gemeinsame EU-Streitkräfte, also eine EU-Armee, etablieren, die dann vielleicht in ehemaligen französischen Kolonien irgendwie eingesetzt wird oder sonst wo in der Welt, wo eigentlich nicht deutsche Interessen liegen, wo aber Interessen anderer EU-Staaten liegen. Diese Interessenlagen sind sehr unterschiedlich und es ist sehr fraglich, ob hier eine EU-Armee zu unserem Besten wäre. Vor allem aber droht dann auch womöglich ein Einsatz im Inneren der EU, dieser Armee, bei Bürgerprotesten, die sich ergeben könnten durch die Verarmungen der Bürger, die durch diese Wahnsinnspolitik ja drohen, durch die Inflation etc. Also das auch eine sehr gefährliche Sache. Man will eine EU-weite Steuerharmonisierung. Es gibt ja unterschiedliche Steuersätze noch in der EU. Manche sind etwas günstiger aufgestellt als andere Länder. Und jetzt überlegen Sie mal, in welche Richtung diese Anpassung stattfinden wird. In die Richtung der Niedrigsteuerländer oder in die Richtung der Hochsteuerländer? Also die Befürchtung ist doch die, dass in allen Steuersätzen immer zum Höchststeuersatz angeglichen wird und dass wir dann ja auch keine Konkurrenz mehr haben zwischen den einzelnen Nationen, was das angeht, und sozusagen die EU hier freie Hand hat, Steuern nach Gutdünken festzulegen und nach ihren immer ausufernden Bedürfnissen. Und das ist der Weg natürlich in eine Art von neuem Sozialismus, in eine EU-DSSR. Man will, und jetzt wird es ganz schlimm, das Dublin-System abschaffen in der Migration, in der Migrationspolitik und eine gemeinsame EU-Migrationspolitik machen. Das heißt, man will die Migranten verteilen nach bestimmten Schlüsseln. Das soll mit Druck von oben durchgesetzt werden. Und dabei war das Problem ja von diesem Dublin-System, dass sich kein Staat daran gehalten hat. Man hätte alle Migranten nach den Dublin-Regeln, die sich auf dem Weg nach Italien begeben oder in sonst ein Land, im Mittelmeerland, zurückschicken müssen und gar nicht hier anlanden lassen müssen. Und wenn sie dort landen, dann hätte das Land, das dortige, entscheiden müssen über Asyl oder Nicht-Asyl und nicht die Leute nach Deutschland weiter schleusen. Deutschland hat sich, wir wissen das, unter Angela Merkel als Magnet geriert, hat diese Leute an sich gezogen und hat damit eigentlich das Dublin-System zerstört. Und das soll jetzt auch sozusagen legalisiert werden im Sinne einer schrankenlosen Massenmigration. Und wohin das führt, das erleben wir ja jetzt wieder in Baden-Württemberg, wo die Aufnahmestellen, wo keine Kapazitäten mehr vorhanden sind, wo alles aus den Nähten platzt und wir einfach nicht mehr aufnehmen können. Und das müsste eigentlich jetzt schon geschehen. Wir dürfen keine neuen Landeserstaufnahmestellen bauen, sondern wir müssen diese Leute zurückschicken, dorthin, wo sie gekommen sind. Dem will die EU entgegenwirken, indem auch das eine Empfehlung dieser Zukunftskonferenz, die Früherziehung
eine Früherziehung zur Akzeptanz von Migration schon in der Grundschule und im Vorschulalter stattfinden soll. Ja, also später sollen dann die NGOs übernehmen und die Erwachsenen in dieser Richtung bilden. Und dazu passt ja auch die gegenwärtige Politik unserer Bundesregierung, wo man jetzt im Grunde daran geht, den deutschen Pass zu verramschen. Ja, es soll Doppelpass, Doppelstaatler geben, das ist kein Problem mehr. Die Aufnahmekriterien werden immer weiter abgesenkt. Es sind beinahe keine Hürden mehr zu nehmen. Nach 5 Jahren Anwesenheit in Deutschland ist bereits, kann man schon die Staatsbürgerschaft erlangen. Und das ist eine hochgefährliche Entwicklung, die wir auch wiederum als einzige Partei im Deutschen Bundestag, wo wir uns ganz massiv entgegenstellen als AfD. Und zwar ganz einfach, weil es die Loyalität auch nur zu einem Land geben muss. Deswegen ist nur ein Pass das richtige Modell. Und wer zu uns gehören will, der muss auch sich so eingelebt haben und das auch bewiesen haben, dass er unsere Werte teilt und dass er hier auch willig ist zu arbeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, Deutsch zu sprechen, dass er unserer Leitkultur folgt. Das ist etwas, was wir verlangen müssen als Deutsche. Ja, ich komme so langsam zum Schluss. Es sind noch einige wenige, die ich noch erwähnen will, was da noch geplant ist. Ein Wahrheitscheck soll es geben für die sozialen Medien, durch die EU festgestellt, und auch hier wieder strafrechtliche Verfolgung für alle, die Desinformation betreiben. Das wurde im Grunde vorher schon erwähnt. Bei der Verletzung von EU-Recht soll es der Kommission möglich sein, Haushaltssperren für die Länder, die da angebliches EU-Recht verletzt haben, zu verhängen. Und das ist natürlich ein Mittel der Disziplinierung dieser Länder. Damit bringt man sie auf Linie. Es soll einen EU-Mindestlohn geben. Das heißt, die Angleichung der Lebensverhältnisse, vor allem auch zugunsten der Migranten, aber auch zugunsten der jetzt schlechter Gestellten, die soll hergestellt werden. Man kann sich vorstellen, es ist ein Angleichen nach unten hin. Es soll transnationale Listen bei Europawahlen geben. Bereits jetzt, bei der nächsten Europawahl, wird man damit beginnen. Das heißt, Sie wählen dann auf einer Liste einen Dänen, einen Portugiesen, einen aus Malta, der Ihre Sprache gar nicht spricht, von einer Partei, die Sie gar nicht kennen, und der soll Sie dann im Europaparlament vertreten. Also da sieht man, wie demokratisch das Ganze noch aufgestellt ist. Und schließlich und endlich, und das ist die letzte Forderung, die ich jetzt noch erwähnen will, das Einstimmigkeitsprinzip soll abgeschafft werden. Das heißt, die Mehrheit des Club Med, sozusagen der Mittelmeerstaaten, wird dann in Brüssel darüber entscheiden, über deutsche Steuergelder, und die deutsche Regierung und die deutschen Bürger erst recht nicht. Sie werden keine Möglichkeit mehr haben, sich dagegen zu wehren. Und jetzt frage ich Sie noch, wenn Sie das alles zusammenfassen und sich vors geistige Auge stellen, wo ist unsere Demokratie dann noch? Wo ist unser Rechtsstaat? Und wo ist unsere Souveränität? Und können wir eine EU noch ertragen und erdulden und weiter fördern und für gut heißen, die uns all das nimmt? Nein, wir müssen die EU grundsätzlich reformieren und auf neue Füße stellen. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss auch der Dexit, dann muss auch der Austritt Deutschlands aus dieser EU ein Mittel der Wahl sein. Und ich bin ganz sicher, und damit schließe ich den Bogen zum Beginn meiner Ausführungen hier, dass wenn wir ein gerechtes, ein faires, ein freies Mediensystem hätten, wo wir unsere Argumente darstellen könnten, in Talkshows, in Nachrichten, in allen möglichen Sendungen, wir wollen nicht bevorzugt werden, aber dort, wo es einen freien Informationsfluss gäbe und wir das, was ich Ihnen heute erzählt habe, auch den Bürgern über die breiten Kanäle mitteilen könnten, dann bin ich ganz sicher, dann hätten diese Pläne, die ich hier Ihnen vorgestellt habe, der EU, keine Chance, dann würden die Bürger
aufwachen, sie würden sehen, was gespielt wird und sie würden sagen, nein. Und bis... Und bis das nicht so ist, die Bitte an Sie, in Ihrem bekannten Freundeskreis zu wirken und allen zu sagen, was die Stunde geschlagen hat und wen man unterstützen muss, wenn man all das nicht will und wenn man ein freies und ein demokratisches Deutschland und ein souveränes Deutschland erhalten will, nämlich die Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Ja.